Hi und herzlich willkommen zu Part 3 meines Family Life Let's Plays. Im letzten Part haben wir einen wunderschönen romantischen Antrag erlebt und Nelia hat ja gesagt. Die beiden sind jetzt offiziell verlobt, also Nelia und Kai sind miteinander verlobt und das heißt, wir können jetzt so langsam in die Hochzeitsvorbereitungen starten. Außerdem hat Kai einen neuen Job angenommen, er ist jetzt Polizist und wir haben so ein bisschen seinen Arbeitsalltag gespielt. Ich kann jetzt aktuell gerade noch nicht auf eure Kommentare eingehen, weil ich jetzt gerade direkt im Anschluss an den letzten Part aufnehme, aber im nächsten Part kann ich dann eure Kommentare, also vor dem nächsten Part, kann ich dann eure Kommentare lesen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal in den Part. Und wir befinden uns jetzt immer noch an der gleichen Stelle, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, also wo ich im letzten Part beendet habe. Nelia und Kai haben sich da hinten auf dieser Brücke eben das Ja-Wort gegeben. Also nicht das Ja-Wort, aber Nelia hat gesagt, ja, ich möchte dich heiraten. Und Kai ist überglücklich, dass Nelia Ja gesagt hat. Es wäre auch echt komisch gewesen, wenn nicht. Ja, und da sind wir jetzt aktuell. Also die beiden sind jetzt verlobt. Nelia ist ziemlich müde. Und ich würde sagen, es ist jetzt an der Zeit, dass wir nach Hause reisen. Wir nehmen unseren Hund mit, weil wir waren ja natürlich mit unserem Hund hier spazieren, deswegen waren wir hier. Also ich glaube, kein Mensch hat sich Cody angeguckt, aber das müssen wir uns jetzt einfach nur denken, ja? Müssen wir uns denken. Wir werden jetzt nach Hause reisen und werden da natürlich dann jetzt eben feiern, dass die beiden miteinander verlobt sind und mal gucken, ob was dabei rauskommt. Vielleicht ist es schon soweit, Leute. Ich bin echt gespannt. Okay, ich hoffe echt, dass Lilly uns jetzt nicht nervt. Weil Nelias Mutter ist ja hier zu Besuch und sie schaut jetzt gerade hier im Wohnzimmer Fernsehen. Das ist natürlich nicht so toll. Das stört uns natürlich jetzt ein bisschen, aber die zwei sind jetzt so verliebt, dass sie. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich hier drücken muss. Versuchen sie eine Schwangerschaft oder nur Techtelmechtel? Versuchen eine Schwangerschaft. Wir wollen ja eine Schwangerschaft, ne? Ja, und das heißt, aber also ich möchte auf jeden Fall in diesem Part so ein bisschen Hochzeitsvorbereitung machen. Ich möchte ganz gerne mal gucken, was das Hochzeitspack so mit sich bringt. Also ich habe mir das bisher ja noch gar nicht so intensiv richtig angeguckt. Also so richtig irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob sowas gibt, so ein Verlobungsessen oder so. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nie gemacht. Und deswegen werden wir uns das nachher einmal anschauen, ob es das eben gibt überhaupt oder irgendwelche anderen Feste, die jetzt irgendwie mit der Hochzeit zu tun haben, aber so vor der Hochzeit halt. Das werden wir uns nachher mal anschauen und dann eben uns jetzt so langsam daran geben, dass dann die beiden eben sich in der nahen Zukunft das Ja-Wort geben werden und dann eben Mann und Frau sind. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Nachnamen wir behalten sollen. Also Nelia heißt ja Novak mit Nachnamen und Kai heißt Shepard und für mich ist beides okay. Also beide Nachnamen sind jetzt schon lange Teil meiner Let's Play-Reihen und deswegen ist es mir eigentlich relativ egal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist, ob wir eben, also ob Nelia Kais Namen annimmt oder andersrum. Genau. Es wurde kein Schutz verwendet und tatsächlich freue ich mich gerade über diese Nachricht. Es ist ja tatsächlich oft so, dass wir so upsie schwanger werden, aber dieses Mal ist es ja tatsächlich dann auch geplant. Also dieses Mal wollen wir ja ganz gerne, dass Nelia schwanger wird. Und so wie ich mein Spiel kenne, kann es sein, dass es dann jetzt richtig, richtig lange dauert, weil wenn ich möchte, dass meine Sims schwanger werden, dann werden sie irgendwie nicht schwanger. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Vielleicht ist sie ja bereits schon schwanger, aber wir werden natürlich jetzt nicht sofort zum Klo rennen und einen Schwangerschaftstest machen. Das machen wir vielleicht morgen früh, weil ich meine jetzt gerade. Theoretisch, so direkt nach dem Techtelmechtel wäre der ja sowieso noch nicht positiv. Theoretisch. So, es ist der nächste Morgen. Wir haben tatsächlich heute das Erntefest. Ich glaube, wir können es mal wieder nicht sehen, aber wir haben auf jeden Fall das Erntefest und das ist jetzt richtig, richtig gut heute, denn das heißt, Kai hat heute frei. Was ich irgendwie sehr schön finde heute, weil die zwei jetzt einfach gestern so einen schönen Abend miteinander hatten und es wäre irgendwie so schade, wenn er jetzt heute direkt wieder zur Arbeit gehen muss. Also, ich glaube, Nelia isst gerade mal was, sonst hast du gleich Riesenhunger und danach können wir vielleicht mal einen Schwangerschaftstest machen. Ich weiß nicht, es geht schon wieder so schnell hier runter. Also das ist ja immer so mein Anzeichen, worauf ich dann immer achte. Also wenn hier Blase und Hunger immer sehr schnell runtergeht, sind meine Sims sehr oft schwanger. Aber Nelia, du sollst direkt einen Test machen. Komm, mach direkt einen Test. Und dann sehen wir es ja. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, es wäre natürlich jetzt sehr schnell, wenn sie jetzt wirklich jetzt schon schwanger werden würde. Aber es kann halt, wie gesagt, auch sehr gut sein, dass es jetzt eben nicht funktioniert hat. Das ist übrigens von der Realistic Childbirth Mod, diese Animation. Da fragen nämlich immer viele. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist wirklich schwanger. Halleluja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie jetzt tatsächlich schon schwanger wird. Oh mein Gott. Nelia. Du bist Mama. Oh mein Gott. Okay, das ist aber schön. Das ist schön, Leute. Aber es ist natürlich jetzt sehr schnell. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt direkt schwanger wird, weil wie gesagt, normalerweise verhindern meine Mods eigentlich immer, dass die Sims so schnell schwanger werden.
Aber Nelia ist schwanger. Okay, herzlichen Glückwunsch, Nelia. Du bekommst dein erstes Kind. Und ich freue mich. Ich freue mich wirklich drüber. Das ist jetzt wirklich so, dass wir das wirklich mal so richtig, richtig genießen können. Aber das heißt, Nelia wird jetzt auch, glaube ich, sehr motiviert sein, sehr viel Geld zu verdienen in nächster Zeit. Und Kai natürlich auch. Ich glaube, sie wird ihm das jetzt direkt erzählen. Sie wird ihn jetzt aufwecken. Nelia geht zu ihm hin und weckt ihn mal auf. Wir müssen diesen komischen Zwergmann entfernen hier. Und dann wird sie ihn aufwecken und. Also sie wird jetzt ins Zimmer stürmen und ihn damit wecken mit dieser Nachricht und sagen, Kai, Kai, du wirst es nicht glauben. Ich wecke ihn erstmal. Dann warten wir erstmal, was wir für Optionen haben, ihm das mitzuteilen. Ich glaube nämlich tatsächlich, sie kann durch diese Realistic Childbirth Mod auch ihm den Schwangerschaftstest zeigen. Ich muss jetzt aber mal gucken gerade. Oder ist das von der anderen Mod hier. Große Neuigkeit erzählen. Ich will eigentlich, dass sie ihm den Schwangerschaftstest zeigt. Ich meine, bei Simperli ging das. Ich habe letztens Simperlis Video geschaut und da hat der Freund irgendwie ihr dann den, also sie hat dem Freund dann den Schwangerschaftstest. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt funktioniert und dass das jetzt bei uns auch so ist. Wir werden ihm jetzt mal die große Neuigkeit erzählen. Wie gesagt, sie ist jetzt hier reingesprintet und wird ihm sagen, du wirst es nicht glauben, Kai. Ich habe gerade einen Test gemacht und sag's ihm. Los, sag's ihm. Große Neuigkeit verkünden. Ich bin schwanger, Kai. Kannst du es dir vorstellen? Es hat geklappt. Wir sind direkt schon jetzt schwanger. Es ist so Wahnsinn. Ich kann es einfach gar nicht glauben. Okay, also anscheinend hat es leider nicht geklappt mit dem Schwangerschaftstest. Aber ist ja auch egal. Kai freut sich einfach nur wahnsinnig, dass er jetzt Vater wird, weil natürlich wünschen sich beide Kinder. Also das habe ich natürlich im Vorfeld so eingestellt, dass sie glücklich wären, ein Kind zu bekommen. Ach so, haben wir jetzt hier eigentlich neue Meilensteine? Ja, haben wir verlobt. Hat sich mit Nelia Novak verlobt. Das ist so schön. Okay, und das ist jetzt wahrscheinlich was jetzt bald ansteht. Ein Baby bekommen. Ja, das wird jetzt auch bald kommen. Die erste Beförderung wird dann eben auch bald kommen. Das ist so schön. Auch wir haben so viele tolle. Wir haben in den letzten Parts jetzt so viele Dinge erlebt, irgendwie, was oft so irgendwie erst in 20 Parts passiert. Aber wie gesagt, dadurch, dass die beiden eben schon so lange zusammen sind, sie sind ja seit ihrer Kindheit eben irgendwie schon am Schwärmen füreinander, seit ihrer Teenagerzeit eben ein Paar. Und deswegen ist das halt jetzt einfach so, dass wir halt schon so ein bisschen was übersprungen haben, sage ich mal. Was ja auch gar nicht so schlecht ist, weil in erster Linie wollen wir uns ja das Familiengameplay anschauen. Und da ist es natürlich schön, wenn wir jetzt halt auch direkt mit Familiengameplay starten können, weil wir eben jetzt eine Familie gründen hier mit den beiden. Und ich freue mich einfach gerade so sehr, dass sie jetzt einfach schon schwanger ist. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, wir müssen jetzt echt eine ganze Weile probieren und dass es dann auch erstmal nicht klappt und dass es lange dauert. Aber jetzt kriegt sie einfach direkt schon ihr erstes Kind. Also ja, wir können theoretisch, ich glaube, das machen wir aber erst am Ende dieses Parts, können wir schon zum Ultraschall gehen. Kai, mach doch mal den Kamin an. Wir machen es uns jetzt richtig gemütlich hier zu Hause. Wir machen es jetzt hier ein wunderschönes, gemütliches Zuhause, wo die beiden eben ja, ihre Kinder dann großziehen können. Heute ist auch tatsächlich der letzte Tag, an dem Lilly hier ist. Sie wird jetzt mit uns wahrscheinlich noch das Erntefest zusammen feiern und wird dann wieder zurück nach Solani reisen. Ich guck mal ganz kurz. Ich hätte auch gerne noch so ein paar Bilder an der Wand. Haben wir nicht schon Bilder? Ich glaube, Nelia hat ganz viele Bilder im Inventar, die ich mit ihr gemacht habe. Genau. Die können wir nämlich jetzt auch hier irgendwo noch platzieren. Das fände ich ganz schön. Genau, ich habe nämlich auch, Leute, ich habe mit den beiden zusammen, ohne euch, weil wir das ja leider weitergespult haben, den Abschlussball gefeiert. Das war auch richtig süß. Das war richtig schön, dass ja, das war tatsächlich was, wo ich ein bisschen traurig war, dass wir das nicht gemeinsam erlebt haben. Hier war sie auch mit Cleo in dieser Fotobox. Aber das ist auch tatsächlich das Einzige, was ihr verpasst habt. Hier ist noch so ein Kinderbild, wo die beiden eine Sandburg bauen. Und hier noch ein Kinderbild. Hier ist noch ein Bild vom Abschlussball, wo sie gemeinsam getanzt haben. Hier von Solani ein Bild. Ach, wir haben so viele Bilder von den beiden. Also da muss ich echt mal gucken, dass ich die irgendwo schön platziere, weil so ist es, glaube ich, jetzt gerade noch ein bisschen gequetscht. Aber wir können ja vielleicht auf deren Nachttisch auch so ein Bildchen stellen. Das ist ja eigentlich ganz süß. Und Kai könnte ja theoretisch auch so ein Bild mit zur Arbeit nehmen und könnte sich da irgendwo das auf seinen Schreibtisch stellen. Ja, ich mache jetzt mal überall Bilderrahmen dran. So, okay. Ich lasse sie jetzt erstmal hier stehen, oder? Vielleicht, ich verteile die so ein bisschen, weil es ist sonst ein bisschen sehr voll hier alles auf diesem Klavier. Ich weiß halt nicht, ob wir hier irgendwo noch Bilder. Nee, das ist sonst alles so gequetscht. Es bleibt jetzt erstmal so. Dann gucken wir mal, wo wir mit der Zeit dann eben die Bilder alle platzieren können. Und das ist einfach so Wahnsinn. Nelia ist einfach schwanger. Ich kann das gar nicht fassen. Wir sind einfach drei und Nelia ist schon schwanger. Die beiden sind verlobt und schwanger und er hat seinen ersten Job angenommen und, und. Und ich glaube, zur Feier des Tages wird Nelia jetzt. Achso, wir müssen natürlich jetzt mal ein bisschen gucken, was wir hier machen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Dekobox, weil Nelia möchte natürlich gerne hier ihr Zuhause dekorieren.
Die brauchen wir, denn wir wollen ganz gerne unser schönes Zuhause noch ein bisschen schöner machen, indem wir es dekorieren. Die kann natürlich jetzt erstmal nach oben. So, und dann bringen wir einmal die Herbstdekoration an unserem Haus an. Und das ist so schön. Oh, ich finde das so süß. Ich mache mal ein Bild hier von unserem Haus. Ah, das ist wirklich, das macht mir wirklich richtig, richtig viel Spaß, jetzt auch mal so ein harmonisches Let's Play hier zu haben. Wir haben ja sonst immer auch Let's Plays gehabt, in denen es relativ, ja, wild zuging. War auch interessant und war auch spannend irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise. Aber jetzt ist es halt auch wirklich schön, mal so ein ganz schönes, cozy Let's Play zu haben, wo es irgendwie mal ganz entspannt und romantisch läuft und wir uns dann eben mal ganz schön das Familien-Gameplay eben anschauen können. Und ja, das freut mich jetzt wirklich auch sehr. So, Kai, und du gehst jetzt. Oh, die Rosen sind schon gut. Okay, die können wir jetzt gleich mal verkaufen. Also, ich habe ja das Gefühl, dass wir gar nicht solche Geldprobleme kriegen hier, denn wir haben hier aktuell ganz gute, ach nee, nicht Nelia, Kai. Denn wir haben hier eigentlich gerade ganz gute Einnahmemöglichkeiten. Vielleicht ernten wir die Rosen auch mal und pflanzen dann weitere Rosen an. Wie lange haben wir denn? Ja, wobei, wir haben nicht mehr so lange Herbst, ne? Ja, ich glaube, es lohnt sich aber trotzdem, die jetzt nochmal anzupflanzen. Okay, also Kai ist gerade aufgefallen, dass er Gartenarbeit mag. Das ist ja schön. Das freut mich natürlich sehr, Kai, dass du Gartenarbeit magst, weil das wäre nämlich ein bisschen schade, wenn du keine Gartenarbeit mögen würdest. Ja, Lilly kümmert sich hier die ganze Zeit aber auch immer so ein bisschen mit um den Garten. Das finde ich irgendwie richtig süß, dass sie jetzt ja, sich hier mit drum kümmert. Nelia, du kannst jetzt mal mit deiner Mutter zusammen ein Festmahl kochen. Wir müssen mal gerade die Gartenzwerge aus dem Weg räumen hier. Und dann kannst du mit deiner Mutter zusammen ein Festmahl kochen. Wir brauchen irgendwas Laktosefreies. Vegetarisch, laktosefrei, laktosefrei. Okay, laktosefrei ist das alles. Weil Kai darf ja kein Laktose. So, und ich glaube, wir machen jetzt mal ganz traditionell ein Truthahnfestmahl, weil ich glaube, das ist das, was man beim Erntefest eben isst. Und Nelia, kannst du mal gerade deine Mom fragen, ob sie mit dir zusammen kochen würde? Das ist irgendwie voll süß, finde ich. Wenn Lilly jetzt mit ihrer Tochter zusammen hier für das Erntefest eben kocht. Okay, irgendwie hat sie keine Lust zu kochen, das ist natürlich schade. Will lieber ein Buch lesen, gibt's nicht. Nelia, heute wird gekocht. So, und Kai, du kannst direkt schon mal hier versuchen, so einen Zwerg zu beschwichtigen. Gib ihm mal ein Spielzeug. Ich glaube, das mögen die am liebsten. So, und Nelia, du kannst jetzt mal. Achso, wir müssen Lilia auch noch sagen, dass sie Oma wird. Können wir sie nicht fragen, ob sie mitkochen will? Nee, schade. Irgendwie können wir sie nicht fragen, ob sie mitkochen will. Das ist aber schade. Ja gut, aber dann kochen wir halt alleine. Nelia kocht dann jetzt eben alleine das Festmahl. Sie kocht ja eigentlich relativ gerne, deswegen ist das jetzt auch okay. Ja, anscheinend hat Kai es geschafft, diesen Zwerg hier zu beschwichtigen. Das ist natürlich auch sehr gut. Kai, warum hast du deine Uniform an? Du hast doch heute frei. Und sie hat einfach schon einen kleinen Babybauch. Ach, das ist so schön, Nelia. Ich bin echt gespannt, was dann hier heranwächst. Also mit der Realistic Childbirth Mod können wir jetzt gleich schon im ersten Trimester zum Ultraschall gehen. Und ich glaube, dass wir da auch schon erfahren, also was es wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das wäre natürlich jetzt richtig krass, wenn wir das dann in diesem Part schon erfahren. Ich hoffe wirklich, dass es keine Zwillinge werden. Also ich habe in meiner Gameplay-Test-Familie ein bisschen gespielt und die haben Zwillinge bekommen und das war katastrophal mit dem Säuglings-Update jetzt. Also es war wirklich nicht ohne. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt erstmal nur ein Kind bekommen, um uns ein bisschen daran zu gewöhnen, wie das dann eben sein wird. Aber ich finde es einfach so schön, dass wir jetzt bald schon eben einen Säugling dann haben werden, weil ich es ein bisschen schade fand irgendwie, dass es halt hier jetzt noch ein bisschen dauert, bis wir uns das ganze Gameplay dann eben anschauen können. Aber es dauert ja jetzt tatsächlich dann auch gar nicht mehr lange. Also ich meine, ich habe die Schwangerschaft jetzt auch wieder auf 3 Tage stehen. Ich hoffe, das ist okay für euch so. Ja, aber dann müssen wir nämlich auch nicht mehr allzu lange warten, bis dann eben unser Baby da ist. Okay, und unser Essen ist fertig. Nelia hat zwar gerade gar nicht so viel Hunger, Kai auch nicht, aber wir werden trotzdem jetzt mal zum Festmahl rufen. Und werden dann jetzt einmal zusammen hier. Ich glaube, das ist gar nicht so gut geworden hier, das Essen, ne? Ja, okay, ich hatte die ganze Zeit die Headline-Effekte off, deswegen konnte ich nicht sehen. Ja, es ist leider nicht so gut geworden. Egal, Nelia, du hast dein Bestes gegeben, das ist überhaupt nicht schlimm. Ach, perfekt, Kai bekommt natürlich jetzt hier diese Herbst, diese Pflanzpakete hier von den Zwergen, weil die jetzt immer fallen lassen. Die kann er natürlich jetzt perfekt gebrauchen hier für seinen Garten. Und wir müssen gleich die Rosen noch anpflanzen, die er geerntet hat. Das ist noch ganz wichtig, weil ein bisschen Geld brauchen wir auf jeden Fall. Okay, wir haben sehr viele Rosen. Ich glaube, das sind zu viele Rosen schon fast. Ach genau, und wir haben ja auch noch Erdbeeren hier. Aber die sind für den Frühling. Schokobeeren können ja, glaube ich, immer wachsen. Und wir haben noch eine Birne. Die können wir. Ach, wir haben ja auch noch Äpfel hier. Oh Gott, okay. Wir können jetzt gleich erstmal eine ganze Menge ernten. Löwenmäulchen haben wir auch noch. Und die ganzen Weintrauben. Okay.
Ophelia sagt, ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für dich, Onelia. Ja, natürlich, Ophelia. Ja, also das kann ich ihr nicht so ganz glauben, weil ich meine, Ophelia war eigentlich immer sehr egoistisch jetzt unterwegs. Sie war ja letztendlich dafür verantwortlich, dass Nelia und Kai sich einfach nie sehen konnten. Sie hat ja da in erster Linie jetzt einfach an ihren Traum gedacht, dass sie eben ihre Modeläden eröffnen kann. Natürlich kann man ihr das auch gar nicht so übel nehmen, weil ich meine, immerhin. Oh, Nelia, wie kommst du denn auf diese Angst? Also erstmal nochmal zu Ophelia. Ich meine, man kann sie auch gar nicht so übel nehmen, weil ich meine, immerhin ist es ihr Traum gewesen. Den wollte sie sich einfach verwirklichen. Also den wollte sie verwirklichen. Aber nichtsdestotrotz hat sie damit eben einfach komplett die Gefühle ihres Sohnes ignoriert und ja, ist eben einfach mit ihm durch die Welt gereist, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. So. Es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Nelia mit ihrem Schatz romantisch war. Das stimmt gar nicht. Ich habe dich gestern verlobt. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl, aber Nelia kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was ihr Schatz plant oder hinter ihrem Rücken macht. Gar nichts, Nelia. Ihr erwartet euer erstes Kind und er hat sich gestern mit dir verlobt. Wie kann man denn solche Ängste jetzt entwickeln hier? Also, ja gut, okay, wir sollten auf jeden Fall dringend in die Wege leiten, dass die beiden darüber sprechen, weil ich glaube, so sind die zwei. Also, wenn einer der beiden so eine Angst hat, dann werden die darüber reden und damit eben keiner mehr diese Angst haben muss. Oh, wir haben Zitronen bekommen. Okay. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob Zitronen jetzt als Herbstgemüse zählen, aber das sind, glaube ich, auch Bäume, ne? Ich will jetzt aber auch nicht den ganzen Garten voller Bäume zupflastern. Also wir machen das jetzt am Anfang, um Geld zu verdienen und ich denke, dann werden wir später dann die Sachen auch zum Teil löschen, weil das ist mir zu voll. Ich will hier nachher auch noch. Also ich meine, gut, wir haben ein Riesengrundstück, ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Wir haben natürlich hier noch richtig viel Platz. Das habe ich extra so gemacht, weil ich es eben ganz schön finde, wenn wir dann eben auch so ein bisschen expandieren können. Aber trotzdem, jetzt den ganzen Garten voller Bäume will ich eigentlich auch nicht. So, Nelia, du musst auch noch hier den Zwerg beschwichtigen. Gib ihm auch mal ein Spielzeug. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt bei Kai. Jetzt müssen wir nur noch dankbar sein und dann war das ein erfolgreiches Erntefest hier. Und ich finde es irgendwie ganz schön, dass Lilly jetzt tatsächlich auch noch hier war. Und ich denke, Nelia wird tatsächlich jetzt auch zum Anlass des Erntefests einmal ihrer Mutter dankbar sein. Auch wenn sie natürlich nicht immer so ganz glücklich war zu Hause, wird sie jetzt trotzdem eben dankbar sein, weil sie eben ihr auch wirklich viel ermöglicht hat. Aha, okay, hier dankbar sein. Genau, sie wird dann eben dankbar sein, weil Nelia eben weiß, dass Lilly immer ihr Bestes gegeben hat, auch wenn es eben nicht immer so leicht war für Lilly. Irgendwie gut zu ihrer Tochter zu sein. Sie hat es wirklich immer versucht. Sie war einfach nie die geborene Mutter. Das muss man einfach auch so sagen. Sie hat es aber wirklich immer versucht. Also da kann man nichts anderes sagen. Und deswegen wird sie eben ihrer Mutter jetzt auch einfach einmal dankbar sein dafür und ihr das eben auch sagen. Und Lilly geht es tatsächlich mittlerweile auch wieder viel, viel besser. Sie ist inspiriert. Und ich denke, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn sie dann eben jetzt bald wieder nach Hause reist und ja, Nelia und Kai hier in Ruhe lässt. Dass die zwei sich dann eben darauf konzentrieren können, hier ihre Familie zu gründen. Oh, wir haben an unserem freien Tag jetzt, glaube ich, Geld bekommen, ne? Haben wir. Also wir haben auf jeden Fall gerade Geld bekommen. Ich nehme an, dass das wegen dem freien Tag jetzt gerade war. So, Nelia, du musst jetzt, glaube ich, Kai mal ein bisschen helfen, weil der Arme kommt hier gar nicht mehr klar mit seinem Garten. Das ist einfach so viel Arbeit mittlerweile. Kai, du kannst hier mal die Blumen gießen. Nelia wird in der Zeit die ganzen Äpfel pflücken. Dann können wir vielleicht ein paar Äpfel auch behalten, in unseren Kühlschrank legen und die dann eben auch benutzen. Vielleicht kann Nelia sogar ein bisschen Marmelade oder einen Kuchen oder sowas draus machen. Das fände ich irgendwie richtig, richtig schön, wenn wir dann die frischen Zutaten hier aus dem Garten dafür benutzen können. Das schmeckt dann bestimmt nochmal viel, viel besser. Und mittlerweile hat er tatsächlich auch schon Level 3 der Gartendingens hier Arbeitsfähigkeit bekommen. Was natürlich auch richtig cool ist. Ach, schade, wir brauchen noch Zucker, um Apfelmarmelade machen zu können. Aber das ist ja eigentlich kein Problem. Wir können ja Zucker uns bestellen. Oh, das ist kein Zucker. Ich weiß. Aber es gibt einen geilen Babystrampler auf Plopsi und ich muss ihn kaufen. Ich muss immer Babystrampler kaufen, wenn es auf Plopsi Babystrampler gibt. Hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich wollte was zu essen bestellen. Okay, alles klar. Also das Spiel hat jetzt entschieden oder den Vorschlag, dass Lilly und Nelia zusammen Spaßvögel sind. Also ich meine, jetzt, wo sie nicht mehr miteinander in einem Haushalt leben, finde ich, beschreibt es das tatsächlich eigentlich ganz gut, weil die zwei eben einfach jetzt so locker miteinander sind, weil sie halt nicht mehr zusammenleben. Also von mir aus können die gerne die Familiendynamik Spaßvögel haben. Aber ich wollte Zucker bestellen. Jetzt habt ihr mich schon wieder rausgebracht hier.
So, genau, Zucker. Wir bestellen mal direkt 5 Stück, weil wer weiß, wie oft wir noch Marmelade machen wollen, weil ich meine, es ist Herbst und wir haben jetzt aktuell Erntezeit und da gibt es mit Sicherheit viele, viele Sachen, die wir in Marmelade umwandeln können. Und das ist natürlich dann perfekt so. Und Kai hat auch richtig Glück, dass hier die ganze Zeit Herbst- und Winterpakete kommen, ne? Da hat er echt so ein Glück. Das kann er nämlich jetzt theoretisch alles anpflanzen. Hier ist noch eine Zwiebel, die wächst auch im Herbst und im Winter. Also wir haben einen Riesengarten jetzt nachher, habe ich das Gefühl. Begonien und die Zwiebeln pflanzen wir auch noch. Und mehr wird jetzt aber auch nicht gepflanzt. Ich wollte eigentlich nicht vom Garten leben. So, und es ist ja jetzt auch mittlerweile schon relativ spät. Und ich würde sagen, dass wir jetzt tatsächlich dann zum Ultraschall gehen. Nelia, du kannst. Kai soll Nelia jetzt aber auch einmal ganz kurz dankbar sein, damit er diese Tradition dann eben auch abgeschlossen hat. Ach, und hier kommt unsere Lebensmittellieferung. Perfekt, die können wir auch gleich einmal einräumen. Aber ich glaube, Marmelade wird sie jetzt heute Abend nicht mehr machen, denn wie gesagt, wir werden jetzt zum Ultraschall gehen. Und ich bin echt gespannt, ob wir jetzt schon erfahren können, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und wir können, glaube ich, auch jetzt schon sehen, ob es Mehrlinge werden. Ich hoffe es wirklich, wirklich nicht. Also ich hoffe es wirklich nicht. Nelia hat alle ihre Lebensmittel. Okay, wir haben alle Lebensmittel in den Kühlschrank getan. Und werden jetzt zum Ultraschall reisen. Ich hoffe, ich weiß, wie das geht. Holen Sie sich einen Ultraschall. Genau den wollen wir. Ja, los geht's. Okay, ich bin so gespannt, Leute. Ich bin wirklich so gespannt. So, wir nehmen auf jeden Fall Kai mit, weil ich glaube, Kai ist jetzt auch so aufgeregt. Er will natürlich jetzt auch gerne wissen, was da in Nelias Bauch heranwächst, was sein erster Nachkomme sein wird. Ich meine, der erste von 5, das wissen die zwei natürlich noch nicht, aber wir wissen das ja, weil das steht in den Regeln so. Und was die Regeln sagen, ne? Also, wenn ich mich immer an die Regeln halten würde. Aber wir bekommen auf jeden Fall 5 Kinder. Ja, und wir sind hier in dem Krankenhaus, in dem wir auch, ich glaube, mit Lilly waren. Das ist natürlich perfekt, denn das bedeutet, dass wir. Sollen wir uns überraschen lassen? Nein. Nein, wir wollen beim ersten Kind wissen, was es wird. Wir hätten uns nämlich jetzt auch überraschen lassen können und hätten sagen können, so, wir wollen gar nicht wissen, was das Baby für ein Geschlecht hat. Aber das wollen wir beim ersten Kind nicht. Also ich glaube, beim ersten Kind wollen wir schon ganz gerne wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, das ist das umgebaute Krankenhaus. Fragt mich bitte nicht, wo ich das her habe. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe es irgendwo aus der Galerie. Und so, wir wollen jetzt aber einen Ultraschall haben. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich finde es so toll, dass wir einfach jetzt schon im ersten Trimester hier hingehen können. Um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. So, Kai, komm mal hier hin, nicht schlafen. Du sollst hier hingehen und dabei sein, wenn da der Ultraschall gemacht wird. Oh, schön. Okay, so, wir brauchen ein Bild davon. Kenelia hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das richtige Outfit an dafür. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier was anderes anziehen kann. Sie hat immer nur Röcke, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht das? Vielleicht, ach so, nee, jetzt. Ah, Mist. Ja gut, okay. Es wird halt jetzt einfach über der Kleidung gemacht. Dann ist das so. Okay. Ja, ich bin, wie gesagt, echt gespannt, ob wir es jetzt schon sehen können. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ach, wie schön. Cornelia freut sich so. Ach, ich habe es 1000 Bilder gemacht. So, herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Basierend auf Ultraschalluntersuchungen sieht es so aus, als würden Sie ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden Ihre Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt. Dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um jeden Schritt um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Okay, und wir wissen jetzt, glaube ich, noch nicht, was es. Oh, doch, wir wissen's. Der Ultraschall zeigt, dass sie einen gesunden Jungen erwarten. Oh, wie schön. Unser erstes Kind wird ein Junge. Ach, das ist so schön. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir einrichten können. Also nicht, dass man unbedingt jetzt wegen Jungen und Mädchen anders einrichten muss, aber ich möchte. Und deswegen werden wir gleich, also nicht gleich, aber vielleicht in den nächsten Parts dann eben das Kinderzimmer eben auch schon einrichten können, weil ich glaube, jetzt werde ich tatsächlich den Part schon beenden und freue mich sehr auf eure Kommentare, denn es ist ja jetzt tatsächlich auch wirklich einiges passiert, einiges in den letzten 2 Parts, seit ich eure Kommentare nicht mehr lesen konnte. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich sehr von euch zu lesen und schreibt mir unbedingt Namensvorschläge in die Kommentare. Wir wissen ja jetzt, dass es ein Junge wird. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Nachnamen wir annehmen sollen. Das kann ja sehr gut sein. Sein, dass wir im nächsten oder übernächsten Part eben auch schon heiraten. Wir haben jetzt gar kein Verlobungsessen oder so gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ne? Aber das können wir ja auch noch machen. Also wir haben einiges, was wir jetzt noch vorstehend haben. Aber wir werden auf jeden Fall in den nächsten Parts das Kinderzimmer einrichten, werden die Hochzeit feiern, vielleicht wie gesagt noch so ein bisschen Hochzeitsvorbereitung machen vorher. Und dann sind Nelia und Kai bald schon Eltern. Das ist so Wahnsinn. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Schreibt mir gerne alles, was euch durch den Kopf geht, in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen und wünsche euch dann jetzt bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.